Sehr geehrte Gäste, wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich schon selbst erfahren haben, ist fast jeder Mensch im Laufe seines Lebens mal länger, kürzer, mehr oder weniger von Wirbelsäulenschmerzen, Rückenschmerzen betroffen. Die häufigsten Ursachen dafür sind Erkrankungen oder Funktionsstörungen der Wirbelsäule, aber auch verschiedene Formen der Entzündung oder rheumatische Erkrankung können sich in Form von Rückenschmerzen bemerkbar machen. Wann muss man wegen Rückenschmerzen zum Arzt? Das hängt natürlich davon ab, wie lang dauern die Rückenschmerzen. Wir sagen, moderate, tolerable Rückenschmerzen kann man versuchen, 4 bis 6 Wochen mit Gymnastik, bedarfsweise Schmerzmedikamenten zu behandeln. Wenn das darüber hinausgeht, sollte man einen Arzt aufsuchen und das abklären lassen. Und auch wenn die Schmerzen sehr stark sind oder über die Zeit stärker werden, ist es notwendig, das von einem Arzt abklären zu lassen. Was unbedingt auch zeitnah abgeklärt werden muss, sind neurologische Ausfallerscheinungen, insbesondere Lähmungserscheinungen der Arme oder Beine, fortgeschrittene Taubheitsgefühle im Intimbereich oder auch an den Armen und Beinen und auch Störungen der Blasenfunktion können im Rahmen von Wirbelsäulenerkrankungen verursacht werden und müssen unmittelbar ärztlich abgeklärt werden. Genauso wie wenn Beschwerden an der Wirbelsäule nach einem Sturz oder nach einem Unfall auftreten. Und auch bei Patienten, wo schon eine Tumorerkrankung bekannt ist, ein Krebsleiden beispielsweise, oder wenn mit den Rückenschmerzen oder Wirbelsäulenbeschwerden auch Fieber und Krankheitsgefühle einhergehen, muss das zeitnah ärztlich abgeklärt und weiter diagnostiziert und therapiert werden. Die Wirbelsäule ist aufgebaut, Sie haben das hier schon gesehen, anhand unseres Modells aus mehreren Wirbeln und dazwischenliegenden Bandscheiben. Und zwischen einem Wirbelpaar treten rechts und links Nerven aus. Und die ziehen in die Beine bzw. an der Halswirbelsäule in die Arme. Und das ist auch der Grund, warum sich eben Erkrankungen der Wirbelsäule oftmals nicht nur mit Rückenschmerzen manifestieren, sondern die Schmerzen entlang dieser gereizten Nerven auch in die Arme und Beine ausstrahlen können. Zur Stabilität und Funktionserhaltung der Wirbelsäule ist ein ganzer komplexer Apparat von Muskulatur, Sehnen und Bändern notwendig, die zum einen die Wirbel miteinander, aber auch den Rücken überspannend die Wirbelsäule stabilisieren und funktionstüchtig halten. Und das ist insbesondere wichtig, weil viele der traditionellen Operationsverfahren die Muskulatur großflächig eröffnen und schädigen können, was dann im postoperativen Verlauf zu einer Muskelschwäche und zunehmenden Instabilität und Funktionsstörung der Wirbelsäule führen kann. Das heißt, die modernen Operationsverfahren haben immer auch das Ziel, dass beim Weg zur Wirbelsäule durch die Muskulatur möglichst geschont wird und eben keine weiteren Probleme mittel- und langfristig für die Patienten entstehen. Die meisten Erkrankungen an der Wirbelsäule sind degenerative Erkrankungen, das heißt, sie entstehen durch Verschleiß und Abnutzung. Und ein häufiges, auch schon erwähntes Beispiel ist die Spinalkanalstenose, bei der es zu einer Verengung des Wirbelkanals kommt, in dem die Nerven in die Beine oder auch in die Arme laufen. Sie sehen hier auf der linken Seite einen normalen Spinalkanal, eine normale Wirbelsäule und das Gelbe ist der Wirbelkanal, in dem die Nervenfasern entlang laufen. Und auf der rechten Seite sehen Sie eine Spinalkanalstenose. Da kommt es hier rot eingezeichnet durch wuchernde Bänder zur Einengung des Kanals und die in dem Kanal laufenden Nervenfasern werden eingeengt, gequetscht und verursachen dann die Beschwerden. Und die typischen Symptome dieser Erkrankung sind in die Beine, in beide Beine ausstrahlende Schmerzen, die eben auftreten, manchmal schon beim Aufstehen, in der Frühphase nach einigen hundert Metern laufen und je mehr die Erkrankung fortschreitet, desto kürzer ist die Gehstrecke bis zum Auftreten der Schmerzen, sodass Patienten dann, ich sag mal, im Endstadium dieser Erkrankung nur noch wenige 5, 10 oder 15 Meter schmerzfrei oder mit tolerablen Schmerzen überhaupt laufen können. Es betrifft in erster Linie ältere Patienten und wie gesagt, diese Symptome nehmen über Monate oder Jahre zu. Eine weitere häufige und auch bekannte Erkrankung ist der Bandscheibenvorfall. Und da kommt es eben zum Vorwölben oder zum Austritt von Bandscheibengewebe aus dem Bandscheibenfach und dieser Bandscheibenvorfall drückt auf Nerven, die entweder in dem Wirbelkanal laufen oder aus der Wirbelsäule auf dieser Höhe austreten. Und das verursacht dann die Schmerzen, die eben typischerweise
meistens nur auf einer Seite in das Arm oder in den Arm oder das Bein ausstrahlen. Und diese Erkrankung kann auch jüngere Patienten betreffen. Eine weitere häufige Erscheinung ist die sogenannte Wirbelgelenksarthrose. Sie sehen hier auf der linken Seite ein gesundes Wirbelpaar mit der dazwischenliegenden Bandscheibe und hier hinten die sogenannten Wirbel- oder Facettengelenke. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie eben dieses Wirbelpaar mit deutlichen Verschleißerscheinungen und hier hinten eben schon diese Verschleißerscheinungen und Arthrosezeichen an den Wirbelgelenken. Und das kann oft Rückenschmerzen verursachen, ähnlich wie auch eine Arthrose am Handgelenk oder Kniegelenk eben schmerzhaft sein kann. Wie können wir nun die Patienten behandeln, die eben trotz Physiotherapie, trotz Schmerzmedikation weiterhin Rückenschmerzen oder auch ausstrahlende Schmerzen haben? Oftmals können wir schauen, ob wir mit einer gezielten Schmerzmittelinjektion an die Wirbelsäule schon eine Beschwerdelinderung erreichen können. Vor allem bei der Facettengelenks- oder Wirbelgelenksarthrose ist das häufig schon hilfreich. Das ist ein ambulanter Eingriff, der dauert einige Minuten und wir können ganz gezielt unter einem Röntgengerät das entsprechende Betroffene oder auch mehrere betroffene Wirbelgelenke mit einem Schmerzmittelgemisch umspülen und somit diese Arthrose-Schmerzen auch reduzieren. Wenn jetzt so eine Schmerzmittelspritze oder so eine Injektion nicht geeignet ist oder die Schmerzen trotzdem häufiger wiederkommen, kann auch eine Operation an der Wirbelsäule hilfreich sein. Und wir werden immer gefragt, wann muss man operieren und dass man wirklich sofort notfallmäßig und innerhalb von einigen Tagen oder Wochen an der Wirbelsäule operieren muss, das ist wirklich selten. Die meisten Operationen an der Wirbelsäule lassen sich planen und sind auch primär abhängig von den Beschwerden, die ein Patient hat und gar nicht in erster Linie davon, wie jetzt ein MRT aussieht, ob das auffällig ist oder weniger auffällig. Sie sehen hier auf der linken Seite ein Kernspintomogramm einer Lendenwirbelsäule, das ist ein MRT. Das sind die Wirbel und dazwischen sehen Sie die Bandscheiben und man erkennt hier unten, die unterste Bandscheibe ist etwas abgenutzt, mittelgradig, das ist nicht besonders dramatisch. Die übrige Wirbelsäule sieht komplett normal aus und auch der Spinalkanal, der Nervenkanal ist in keinster Weise eingeengt. Aber der Patient hat massivste Schmerzen und trotz Physiotherapie, trotz wiederholter Schmerzmittelinjektion haben wir tatsächlich dann am Ende eine Operation durchgeführt, um dem Patienten eine Beschwerdelinderung zu verschaffen. Auf der rechten Seite sehen Sie ein MRT einer Wirbelsäule mit ausgeprägten Verschleißerscheinungen. Die Bandscheiben sind sämtlich hochgradig abgenutzt und auch der Wirbelkanal sehen Sie hier, wo die Nerven entlanglaufen, ist über mehrere Segmente maximal eingeengt. Die Beschwerden, die der Patient hat, waren aber lediglich moderate Schmerzen, die ins Bein ausgestrahlt haben und nach einigen Wochen konservativer Therapie war der Patient beschwerdefrei und wir mussten weder Infiltration, geschweige denn eine Operation bei dem Patienten durchführen, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, es ist wichtig, dass ein erfahrener Wirbelsäulenspezialist die Beschwerden des Patienten und auch die dazugehörigen Befunde im MRT miteinander in Übereinklang bringt und die optimale Behandlung und vor allem die richtige Behandlung auch für die Patienten organisieren und in die Wege leiten kann. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf dieser rechten, auf der grünen Seite bleiben, die meisten Operationen der Wirbelsäule sind eine Kann-Entscheidung, insbesondere was den Zeitpunkt der Operation anbetrifft und primär abhängig vom Leidensdruck eines Patienten. Und die Operation dient in erster Linie der Verbesserung der Lebensqualität, wenn ich beispielsweise aufgrund meiner ausstrahlenden Schmerzen nur noch wenige 10 oder 100 Meter laufen kann. Bei der Spinalkanalstenose beispielsweise ist es, wie gesagt, typisch so, dass die Beschwerden über Monate oder Jahre voranschreiten und irgendwann der Punkt gesagt ist, wo der betreffende Patient dann eben feststellt, jetzt ist der Zeitpunkt, so möchte ich nicht weiterleben, ich möchte die Operation. Und gerade bei der Erkrankung ist es tatsächlich so, es macht keinen Sinn, sich da über Monate oder Jahre mit Schmerzen in Anführungszeichen zu plagen, weil wir tatsächlich durch einen recht kleinen Eingriff häufig schon eine relevante Beschwerdelinderung auch bewirken können. Ein bisschen anders ist es beim Bandscheibenvorfall. Da wissen wir, dass ein Großteil der Bandscheibenvorfälle sich innerhalb der ersten 6 Wochen nach Auftreten der Beschwerden zurückbilden kann und dann auch die Schmerzen zurückgehen ohne Operation. Das heißt, wenn es möglich ist, wenn die Schmerzen tolerabel sind, versuchen wir den Patienten zu empfehlen, das zunächst konservativ zu behandeln. Wenn die Schmerzen sehr stark sind
oder auch länger anhalten, ist es sinnvoll, auch für den langfristigen Verlauf auch bei diesem Patienten eine Operation durchzuführen. Aber auch hier, das ist kein Muss, das ist etwas, was der Patient gemeinsam mit dem behandelnden Arzt entscheidet. Wenn ein Patient sagt, die Schmerzen stören mich nicht groß, die sind da, ich habe ein kleines Taubheitsgefühl, ist das nichts, was man zwingend operieren muss. Anders sieht es aus, wenn neurologische Störungen auftreten, hier auf der linken Seite. Wenn beispielsweise eine Lähmung im Bein oder im Arm besteht, dann sollte tatsächlich operiert werden, weil sonst das Risiko sehr hoch ist, dass diese neurologischen Ausfälle auch bestehen bleiben. Und auch die meisten oder viele Formen von Wirbelbrüchen, Tumoren oder Entzündungen an der Wirbelsäule müssen operiert werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Was und wie kann operiert werden? Es ist wichtig, dass man als behandelndes Zentrum ein großes Spektrum an Behandlungsverfahren anbieten kann, auch an operativen Behandlungsverfahren, um eben für den einzelnen Patienten die passendste Methode auch anbieten zu können. Und das richtet sich eben zum einen nach den Beschwerden, zum anderen auch nach dem radiologischen Befund des einzelnen Patienten. Und wenn Sie sich nochmal diese ganzen Muskelschichten hier vor Augen führen, die Sehnen und Bänder, ist natürlich das oberste Prinzip einer Operation, dass wir möglichst schonend, das heißt minimalinvasiv, operieren wollen, um eben nicht mittel- und langfristig für die Patienten noch zusätzliche Probleme zu generieren. Das heißt, wenn irgendwie möglich, eröffnen wir eben nicht über große Schnitte der Haut und Muskulatur die Wirbelsäule, sondern über kleine Hautinzisionen werden solche Röhrchen eingeführt, die Muskulatur wird aufgedehnt und wir können dann unter dem Mikroskop die Operation beispielsweise eine Spinalkanalstenose oder Bandscheibenvorfall operieren. Und Sie sehen hier auch nochmal den Blick durch so ein Mikroskop mit einer Öffnung von weniger als 2 Zentimetern für eine Spinalkanalstenose. Und hier sehen Sie auch nochmal vergleichbare Röntgenbilder. Das ist so ein Röhrchen, hier ist die Wirbelsäule. Das ist ein Bild von der Seite der Wirbelsäule. Und hier kann man über so ein kleines Röhrchen einen Bandscheibenvorfall operieren. Und der Hautschnitt am Ende ist nicht länger als 2 Zentimeter. Warum machen wir das? Was sind die Vorteile dieses minimalinvasiven Vorgehens? Sie haben schon gesagt, wir schonen die Muskulatur. Wir haben ein geringeres Weichteiltrauma, sagen wir. Und das führt im postoperativen Verlauf zu weniger Schmerzen, zu weniger Infektionen und insgesamt auch zu einem schnelleren und angenehmeren Genesungsprozess. Es gibt aber auch bestimmte Anforderungen, wenn man solche Operationen durchführen will. Man braucht als Zentrum einen hohen Grad an technischer Ausstattung dafür und auch das gesamte OP-Team muss speziell dafür geschult sein. Wir haben hier an unserer Klinik die ganzen Technologien einmal kurz vorgestellt, die wir zur Verfügung haben. Wir haben eins der modernsten OP-Mikroskope, mit denen wir regelmäßig operieren. Wir können während der Operation Nervenströme messen, um das Risiko der Operation zu minimieren. Wir verwenden regelmäßig Navigationssysteme, das werden wir Ihnen später auch nochmal präsentieren. Wir verwenden Minikameras, sogenannte Endoskope und auch einen Roboterarm, den wir Ihnen auch später nochmal präsentieren werden, um eben millimetergenau zum Beispiel Schrauben in die Wirbelkörper platzieren zu können. Und wir können auch während einer OP am Patienten noch in Narkose eine Computertomographie durchführen, um beispielsweise die Implantateinbringung vor Ort zu kontrollieren. Und mein Kollege Dr. Perrin wird Ihnen im Folgenden die Prinzipien der minimalinvasiven Chirurgie grundsätzlich und auch anhand anschaulicher Fallbeispiele noch mal etwas näher bringen. Ja, vielen Dank. Danke, Herr Dr. Enders. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich wollte gerne natürlich diese ganzen technologischen Applikaturen im Einsatz dann zeigen, indem ich Ihnen ein paar Fallbeispiele zeige, wie wir diese Sachen anwenden und wie wir dann quasi die klassische Therapie im Sinne der großen offenen Chirurgie auf die minimalinvasive Chirurgie runterspielen können und damit Ihnen als Patientinnen und Patienten eine möglichst schonende Genesung zukommen lassen können. Zunächst, was ist denn minimalinvasive Chirurgie? Es gibt verschiedenste Behandlungsformen, die wir alle kennen. Wir haben die klassische offene Chirurgie als große Chirurgie, wie schon angeschnitten worden ist von Dr. Enders, dass man da quasi die Muskulatur dort komplett wegpräpariert von der Wirbelsäule und hier mögliche Folgeschäden auch dadurch generiert, dass man auch die Nervenversorgung dieser Muskulatur dadurch schädigt und die Muskulatur selber wegschrumpft und die Stabilität der Wirbelsäule langfristig geschädigt ist. Dann gibt es halt die Mikrochirurgie, das ist dann quasi durch das
Einführen eines Mikroskops, eines Operationsmikroskops vorangetrieben worden, wodurch man dann halt möglichst klein chirurgisch operieren kann. Und die minimalinvasive Chirurgie, um die es jetzt hier ein bisschen weiter geht, die kennen Sie ja quasi aus dem bauchchirurgischen Bereich, das dann damals historisch eingeführt worden ist über die Laparoskopie, sprich die Kameraoptik im Bauchbereich. Dann gibt es noch die non-invasiven Verfahren, das kennen Sie vielleicht aus dem Herzkatheterlabor oder Ähnliches, wo es quasi nicht wirklich ein offener chirurgischer Eingriff ist. Wenn Sie jetzt bei Google eingeben, was ist minimalinvasive Chirurgie, dann werden Sie halt finden, Schlüssellochchirurgie, solche Begriffe und Operationsverfahren, die dann möglichst Weichteile und Haut wenig verletzen und schonend zu einer schnelleren Genesung nach Behandlung führen können. Also, um dieses dann zu realisieren, bedienen wir uns dann diverser Operationstechniken und auch Implantate, die dann quasi das gewährleisten, dass wir möglichst schonend die Wirbelsäule dann rekonstruieren oder die Nervenstrukturen dekomprimieren können. Also würde ich direkt mal mit einem Fallbeispiel das Ganze demonstrieren. Ich zeige Ihnen dann immer so eine Art Pro und Contra, also wie man es klassisch behandeln würde in der offenen Behandlungsweise und dann, wie wir es dann minimalinvasiv vielleicht dann doch eleganter lösen könnten. Hier eine 48-jährige Patientin mit starken Schmerzen im rechten Arm, diese dann durch die Behandlungen von Frau Müller oder auch die konservativen Behandlungen mit Spritzen und Physiotherapie und so weiter nicht dann weggegangen sind, dann bedarf es dann doch irgendeine Art Bilddiagnostik, ist ja nicht immer direkt so, dass man ein Bild machen muss und dieses zeigt dann halt einen ausgedehnten Bandscheibenvorfall hier im Bild auf der linken Seite, alles was im MRT links ist, ist rechts im Körper, da wir von unten ranschauen. Nebenbefundlich ist die Dame doch etwas übergewichtig, was das Ganze dann auch operativ mal schwierig gestalten kann, aber gerade durch die Anwendung solcher technischen Applikaturen und modernen Geräten können wir das Ganze vielleicht dann doch leichter gestalten. Es zeigt sich jedoch keine Spinalkanalstenose, sondern wirklich nur, dass die Nervenwurzel im Abgang aus der Wirbelsäule, hier sind paarig die Nervenwurzel, die Dr. Enders vorhin erwähnt hatte, ist hier dann eingeengt durch diese Nase hier, die da drauf drückt. Klassisch wäre der Verfahren, dass wir von vorne operieren, einen offenen chirurgischen Eingriff machen, über einen 3-4 cm großen Schnitt, dann an die Weichteile vorbei operieren, an die Wirbelsäule von vorne. In der Halswirbelsäule operiert man häufig von vorne, weil wir nicht wie in der Lendenwirbelsäule einfach diesen Nervenfaserschlauch zur Seite schieben können, da oben dichtes Rückenmark ist und dass das nicht toleriert. Wie gesagt, klassisch würde man die Bandscheibe komplett ausräumen, nur um an diesen Bandscheibenvorfall auf der rechten Seite am Nervenwurzelabgang dran zu kommen. Das heißt, wir opfern die ganze Bandscheibe und diese muss man ja irgendwie ersetzen. Klassischerweise versteift man dieses Segment und raubt dann der Patientin ein Bewegungssegment, was eigentlich, wie wir es im MRT gesehen hat, vollständig intakt ist. Keine Spinalkanalstenose oder sonstiges. Und die Bandscheibenhöhe war ja noch eigentlich tolerabel und auch dann somit funktionierend. Also die Alternative in dem Falle ist, dass wir im Zusammenhang mit dieser Navigationstechnologie und dem intraoperativen CT quasi unsere Daten übereinanderlegen können, wenn die Patientin im Operationssaal dann läge, hier unsere Navigationsreferenz dran haben, ein intraoperatives CT dann durchführen können und anhand unserer Instrumente dann wirklich genau über die Wirbelsäule fahren können, wie Sie es vom Fahrzeug kennen mit dem Satellitensystem und der Navigation, dann wissen wir genau, wo wir uns auf dem Globus, sprich dem Patienten, dann halt befinden und können gezielt einen Zugang planen, der möglichst minimalinvasiv ist. Hier sind wir da in der Nervenwurzel quasi bis zur Nervenwurzel runtergegangen und haben über diese tubulären Sperrer, die der Dr. Enders vorhin im Foto gezeigt hat, quasi mit einem 1,8 bis 2 cm großen Schnitt, legen wir dann das Ganze frei und machen hier wirklich ein kleinstes knöchernes Fensterchen, sehen hier die Nervenwurzel und hier der Bandscheibenvorfall, der die Nervenwurzel hier maximal aufspannt und die Schmerzen verursacht. Dadurch erhalten wir die restliche Bandscheibe, dieses ganze Bewegungssegment ist dort und diese Versteifungsoperation, die auch mal wirklich erforderlich ist, in dem Fall war es nicht erforderlich, die konnten wir meiden und somit auch potenzielle Anschlussverschleißerscheinungen auch vermeiden. Ein weiterer Fallbeispiel ist dann jetzt was anderes. Wir haben auch von tumorösen Erkrankungen vorhin gesprochen, da wollte ich Ihnen gerne was zeigen. Wir haben einen 59-jährigen Mann, der ausstrahlende Schmerzen in beiden Beinen hat, also nicht irgendwo eine Nervenwurzel betreffend, sondern wirklich den Spinalkanal komplett betreffend und sonst keine weiteren Symptome. Und wenn man halt sieht, in der Bildgebung, die dann durchgeführt worden ist, haben wir hier einen Kontrastmittel aufnehmenden Tumor im Spinalkanal unter der Rückenmarkshaut, die am untersten Ende des Rückenmarks hier dranhängt. Das ist dann natürlich
so ein bisschen Tüftelei dorthin zu kommen, ohne einen großen Gewebsschaden zu verursachen und auch wirklich schonend, unter Schonung der Nervenstrukturen, diesen Tumor zu entfernen. Klassischerweise, verzeihen Sie hier die etwas vielleicht blutig aussehenden Bilder, das ist jetzt hier aus einer Publikation, wo man das demonstriert hatte. Klassischerweise würde man halt die Wirbelbögen komplett entfernen auf 2-3 Segmenten und würde dort die Nerven oder die Rückenmarkshaut eröffnen, um an diesen Tumor ranzukommen und würde dann quasi diesen Tumor dort abpräparieren. Und weil man diese Muskelstrukturen, die Bandstrukturen und die Knochenstrukturen entfernt hat, muss man dann auch wieder der Wirbelsäule Stabilität gönnen. Und das geschieht dann in Form einer Versteifung. Und somit haben wir dann 2 bis 3 Bandscheiben komplett geopfert, die gar nicht eigentlich eine Funktionseinschränkung haben, weil wir einen Tumor am Rückenmark haben und keinen Bandscheibenverschleiß. Das machen wir dann eher nicht so, wenn möglich, und würden dann quasi durch die Anwendung dieser modernen Technologien eine minimalinvasive Variante favorisieren, indem wir ein intraoperatives CT machen, also eine Computertomographie, und dann die präoperativen MRT-Bilder, die wir dann haben aus der Kernspintomographie, übereinander legen mit unserem CT und können dann anhand mit unseren Navigationszeigern dann rausfiltern oder rausschauen, wo befindet sich der Tumor im Spinalkanal und können vielleicht dann gezielt eine viel kleinere Öffnung machen. Wir lassen hier die Dornfortsätze vollständig intakt, sprich die Bänder und die Muskeln sind auf der anderen Seite hundertprozentig intakt und lösen über eine Strecke von 4-5 cm nur die Muskulatur ab, machen ein Knochenfensterchen, schauen hier auf die Rückenmarkshaut, können diese dann eröffnen und kommen an diesen Tumor heran. Hier dann quasi ein Bildausschnitt der Navigation mit unserem Zeiger. Das ist hier der Navigationszeiger auf den Tumor und der das dann im Operationssaal uns zeigt, dass wir auch an der richtigen Stelle uns befinden. Dadurch halt, wie vorhin gesagt, haben wir einen deutlich geringeren Kollateralschaden, wenn man so nennen möchte. Wenn wir jetzt zum weiteren Beispiel kommen, zu einer etwas, sage ich mal, aufwendigeren Therapie. Wir haben eine 59-jährige Dame, Zustand nach mehreren Bandscheibenoperationen, was natürlich sein darf, an verschiedenen Stellen mehrfach operiert. Und diese mehreren Bandscheibenoperationen machen ja auch irgendwo einen chronischen Rückenschmerzen. Und wenn man dann halt nochmal schaut und eine Bildgebung macht, ist dann halt die natürliche Form der Lendenwirbelsäule hier irgendwo destruiert durch den Verschleiß. Die Bandscheiben sind deutlich kleiner geworden. Wir haben halt quasi keine schöne natürliche Ründung mehr in der Lendenwirbelsäule. Und wenn man so ein bisschen genau hinschaut, sehen wir hier diese Nasen hier. Das sind halt die Dornfortsätze, die wir hier im Rücken haben. Und diese haben eine Verdrehung, eine Verkrümmung. Wir haben also eine Lendenwirbelsäulenverkrümmung, eine sogenannte Skoliose, eine verschleißbedingte Skoliose. So, dann gehen wir wieder zum offenen Verfahren, wie man es halt sonst immer halt häufig gemacht hat. Man würde, um diese Krümmung wiederherzustellen, damit diese Dame dann wieder in Lot steht, was ja quasi, was die Frau Müller auch angesprochen hat, wir schauen, wie die Patienten stehen. Die müssen ja in Lot stehen, dass sie nicht einen Vorwärts- oder einen Rückwärtsdrall haben und keine weiteren Schmerz- und Verschleißerscheinungen erleiden, muss man hier aufwendiger operieren, wenn man es offen macht, und zwar ab der Brustwirbelsäule bis runter zur Lendenwirbelsäule, bis zum Steiß, teilweise bis zum Becken. Was natürlich einen Rieseneingriff bedeutet, wo wir die ganze Muskulatur ja ablösen, die potenziell dann quasi die Nervenversorgung der Muskeln schädigen und das Ganze halt wieder mit vielen Narbenflächen wieder zumachen. Die Alternative wäre dann ein vielleicht etwas kurzstreckigeres Konstrukt, in der man die natürliche Krümmung der Wirbelsäule wiederherstellt, der Lot der Patientin vielleicht dadurch auch wieder besser hergestellt wird und wir dann mit großen Implantaten von der Seite, es klingt groß, ist aber dennoch minimalinvasiv, hat eine größere Auflagefläche. Man muss sich das wie beim Hausbauen oder beim Jenga-Spiel vorstellen. Wenn da kleinere Steine drin wären, dann fällt das Türmchen um. Und wenn da größere Steine da drin sind, ist eine bessere Stabilität da und das Ganze kann fester zusammenwachsen. Und wir haben ja hier, wenn wir das vergleichen mit der vorherigen Aufnahme, ein deutlich kürzeres Konstrukt. Und wenn man so ein bisschen sieht, wir haben dann halt diese Technologien oder diese Techniken, die wir vorhin angedeutet haben, dann hier geschickt eingesetzt und können über ganz kleine, 2 cm kleine Schnitte die Schrauben einbringen und dann die Stangen einfädeln und von der Seite, hier sehen wir so Klammernähte, das darauf hinweist, dass wir von der Seite operiert haben, können wir dann mit entsprechenden minimalinvasiven Sperren diese breiten Implantate einbringen und die Wirbelsäule dann wieder rekonstruieren. Das Schöne an dieser Sache ist, es besteht ja immer so ein bisschen die Furcht, gerade wenn mehrfach voroperiert ist, dass man da, jetzt wie die Dame ja auch, die hat ja mehrere Bandscheibenvorfälle erlitten und wurde operiert, dass man da
in Narbenstrukturen operiert und das Risiko, die Nerven oder die Rückenmarkshaut da zu verletzen, ist dann irgendwo ein Stück weit höher, sobald wir da an den Narben präparieren müssen. Durch das Einbringen dieser Implantate von der Seite können wir nicht nur quasi die natürliche Ründung der Lendenwirbelsäule wiederherstellen und das wieder aufrichten, sondern durch das Aufstrecken der Bandscheibenfächer und dieser ganzen einengenden, überwuchernden Strukturen, die dann langgezogen wird, wenn man so will, können wir hier den Spinalkanal indirekt erweitern. Wir sehen hier auf der linken Seite, dass wir auf mehreren Höhen quasi eine wirklich ausgeprägte Einengung des Spinalkanals und der abgehenden Nervenwurzel haben. Und dann sehen wir auf der rechten Seite einfach alleine, Sie sehen hier die Metallartefakte, durch Einbringen dieser Implantate das Ganze aufstrecken konnten und wieder begradigen konnten und der Spinalkanal dann wieder weit wurde. Das heißt, ohne dass ich jetzt irgendwo in den Spinalkanal rein operieren muss und eine Nervenwurzel präparieren muss, ist das Ganze schon entlastet und wir stützen es zusätzlich dann mit Schrauben und Stangen in dieser minimalinvasiven Technik ab. Nun würden wir Ihnen das Ganze nochmal, insbesondere die Schraubenplatzierung, würden wir Ihnen gerne nochmal demonstrieren anhand quasi einer technischen Demonstration. Ein Gerät konnten wir leider nicht hier rüber schleppen, das ist unser intraoperatives CT, das war doch ein bisschen zu schwer, aber alle anderen Geräte haben wir hier für Sie aufgebaut und würden Ihnen das gerne mal zeigen. Gut, dann Dr. Enders wird mit mir dann zusammen operieren. Wir haben jetzt hier quasi ein Wirbelsäulenmodell. Wir haben den Roboterarm, den wir vorhin auf den Bildern gezeigt haben. Das ist jetzt hier diese tubulären Strukturen, über der wir die Bandscheibenvorfälle als auch die Spinalkanalstenosen behandeln können. Und wir wollen Ihnen gerne eine Schraubenplatzierung in Zusammenhang mit der Navigation demonstrieren. Wir haben hier unser Navigationsdisplay. Wir haben unser CT ja quasi schon gemacht und diese Daten hier eingespielt. Das heißt, mit diesem Roboterarm haben wir den Vorteil, es ist halt teilrobotisch, wenn man so will, ein mechatronischer Arm, dass wir dann unsere Bohrführung, unsere navigierte Bohrführung, die über eine Infrarotkamera mit diesen kleinen Markern erfasst wird, unsere Position auf der Wirbelsäule auswählen und dann im Display quasi so, wie Sie bei einer Navigation im Auto Ihren Fahrplan nachfahren, würden wir das Ganze hier ähnlich so machen und dann können wir bohren. Willst du bohren oder soll ich bohren? Kommst du da hin? Das Ganze muss man sich vorstellen, dass wir die Muskulatur an der Stelle nur gespreizt haben und wirklich einen kleinen 2 cm Schnitt. Sie sehen, dass die Bohrführung wirklich keine 2 cm breit ist. Dann führen wir einen Draht ein. Dieser Draht dient dann der Sicherung unseres Bohrkanals und wir können dann die Schrauben, die dann ebenfalls so eine Aushöhlung haben quasi, genau, machen wir mal auf, die Schrauben, die eine Aushöhlung haben, können wir über diesen Draht einführen und verlieren dann unseren Bohrkanal nicht. Jetzt würden wir noch einmal da zur Seite nehmen und würden dann letzten Endes quasi drahtgeführt die Schraube einbringen und haben dann, wir müssen es auf rechts machen, ja, und haben dann eigentlich eine nahezu hundertprozentige Sicherheit unserer Schraubenplatzierung. Vorteil auch noch natürlich, wir müssen uns als Operateure ja langfristig über die Jahrzehnte ja auch irgendwo schützen. Wir haben ja einmal das CT und das war's. Wir müssen nicht ständig während der Schraubenplatzierung röntgen. Das heißt, die Strahlenbelastung für uns als Personal als auch für die Patienten ist somit deutlich geringer. Wenn die Schraube dann platziert ist, würden wir den Draht entfernen und die Schraube lösen und können dann nachher quasi, wenn wir alle Schrauben platziert haben, so eine Stange einführen und das Ganze geht dann wirklich, das sind so Türmchen, die quasi das Ganze aufhalten. Unsere Variante, was wir jetzt verwenden, sind dann quasi so Plastiktürmchen, die dann das Weichteil und die Muskulatur aus dem Weg halten und über die führen wir dann halt die Schraube ein. Ähnlich ist es dann halt mit den Implantaten, die ich vorhin in den Röntgenbildern, die wir gezeigt haben, das sind diese breiten Implantate, die dann quasi ins Bandscheibenfach kommen und somit eine große Auflagefläche haben, einen deutlich höheren Winkelgrad generieren können, dass wir den Lot gut wiederherstellen können. Die werden dann quasi seitlich dann eingeführt über unsere Sperre. Dann haben wir quasi unsere tubulären Strukturen, werden wir jetzt hier sehen, wir machen einen kleinen 2 cm, 1,8 cm Schnitt, können dann quasi entweder navigationsgestützt oder per Röntgen einen Führungsdraht einführen und können dann sukzessive die Muskulatur auseinanderdehnen, indem wir immer breiter werdende Delatatoren, wie wir sie nennen, dann hier einführen. Jetzt muss man sich das Ganze ohne
diesen Sperrer vorstellen. Und wenn diese dann alle eingeführt sind, führen wir den Sperrer darüber ein, entfernen unsere Dilatatoren und haben nur die Muskeln auseinandergedehnt und können dann quasi mit dem Operationsmikroskop über diesen Kanal, der 16 mm breit ist, dann die Pathologie dann halt angehen. Also maximal schonend. Ja. Klassisch würde man einen Schnitt in der Mitte von 4-5 cm machen oder 4 cm und die Muskeln scharf zur Seite präparieren, um dahin zu kommen. So viel dazu. Und dann würden wir übergehen, wenn wir all diese Therapien gemacht haben, gibt es in sehr seltenen Fällen dann leider doch schon so die Situation, gerade jetzt, wo multiple Operationen stattgefunden haben, dass Patienten trotz adäquater Operationen und wir in unseren Kontrollbänden eigentlich auch, sage ich mal, schöne oder zufriedenstellende Ergebnisse sehen, immer noch eine chronische Schmerzkomponente da ist. Und da würde Dr. Brenner quasi dann nochmal auf die dann möglichen Therapieoptionen nochmal in Detail dann eingehen. Vielen Dank, Dr. Brenner.